Nur weil ich euch diese Geschichte erzähle, heißt das nicht, dass ich am Ende noch am Leben bin. So eine Geschichte ist das. Jedes erfolgreiche Geschäft hat eine Entstehungsgeschichte. Ben hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und einen in Botanik. Das ist das beste Cannabis der Welt. Er nimmt 99% der Gewalt aus dem Geschäft. Das restliche Prozent? Da kommt dann John ins Spiel. Ihr Jungs habt ein sauberes Geschäft, aber jetzt expandiert das Kartell nach Norden. Die wollen ein Ben und John Regal in Gang Nummer 3. Ich liebe euch Jungs. Wir sind jetzt zu dritt auch. Und ja, ich bin mit beiden zusammen. Es sind eure Methoden, an denen wir interessiert sind. Wir werden nicht zusammenkommen. Nichts Persönliches. Ich fürchte, unser Auftraggeber wird das sehr persönlich nehmen. Ihnen fehlt der nötige Respekt. Ich kenne jetzt Ihre Schwäche. Oh mein Gott. Ich würde auf den Deal eingehen anstelle der Enthauptung. Die haben unsere Freundin entführt. Und ich werde alles machen, um sie da rauszuholen. Du hast auf einen Agent eingestochen. Du kommst in mein Haus? Bedrohst meine Töchter? Checkst du nicht, dass ich Kameras in der ganzen Hütte habe? Erst mache ich dich und deine Töchter kalt, dann fackel ich das Haus ab. Sieben meiner Männer tot? Ich sagte ihnen doch, dass die mich rausholen. Stopp! In deiner Liebesgeschichte läuft etwas gewaltig schief, Baby. Wenn die Leute denken, du bist schwach, wirst du sie irgendwann töten müssen.